Moin Freunde! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Brettspiel. Geistergeschichten erzählen wir euch heute. Da freue ich mich, dass du so leise sprichst, weil dann muss ich wieder separat pegeln, wenn wir das im Schnitt machen. Ja, heute wieder Let's Brettspiel mit Verena und Brian. Ich rede über mich in der dritten Person, denn wir sind die Starbesetzung wieder am Start hier. Boah, Patrick, wenn du das hörst, hau ihm eine runter. Ja, ja. Letztes Mal habe ich nämlich mit Patrick gespielt, weil Brian keinen Bock hatte. Und danach hat er so hier kleine Klugscheißersprüche rausgehauen. Wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr es natürlich in unserer Let's Brettspiel-Playlist auf unserem Kanal sehen oder auf unserem Kanal Die Werk. Fish and Flips habt ihr, glaube ich, gespielt. Es gab danach in unserer WhatsApp-Gruppe einen kleinen Disput, weil ich der Meinung war, dass die Regeln da nicht richtig umgesetzt wurden. Und ich war einfach nicht ganz zufrieden. Hab dann meinen Gegenwind bekommen und hab's jetzt eingesehen. Wollte vor der Kamera nochmal maulen, weil hier kann mich keiner zurückhalten. So, vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast. Jetzt kommen wir aber aufs heutige Spiel und ich habe nicht ohne Grund geflüstert, denn es wird ein bisschen gruselig. Wir wollen euch nämlich ein Adventure-Game vorstellen. Grand Hotel Abaddon, warum lachst du? Kleiner Witz, Starbesetzung wären wir drei, wenn Patrick, du und ich. Hast du es doch immer zurückgenommen? Ja. Ah, sehr gut. Adventure-Game Grand Hotel Abaddon ist ein Spiel, das wir euch heute vorstellen werden, aber nicht spielen werden. Und wir werden euch auch gar nicht viel zeigen, denn es fällt so ein bisschen in die Reihe der Exit-Games, der Krimi-Dinner, die man nur einmal spielen kann. Dementsprechend der Preis auch relativ niedrig, alles nur auf Karten gedruckt und so. Kommen wir gleich alles zu, wie das funktioniert. Wir wollen nur sagen, wir machen das hier ganz spoilerfrei. Wir erklären euch ein bisschen, wie das Spielprinzip funktioniert, was wir davon halten. Vielleicht reißen wir die Geschichte grob an. Und mehr machen wir eigentlich nicht. Und wir erzählen euch natürlich die Hardfacts. Ja, und ganz kurz, ihr könnt euch da auf uns verlassen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wir haben ja auch schon so ein paar Krimi-Dinner und so gespielt. Und da ist uns das ja eigentlich auch ganz gut gelungen, würde ich sagen, dass wir euch nichts verraten haben. So, Hard Facts. Grand Hotel Abaddon ist im Kosmos Verlag erschienen. Hier unschwer zu erkennen. Ab 12 Jahre. Ja, bisschen gruselig, wird's schon. 1 bis 4 Spieler, also man kann es tatsächlich auch mal wieder alleine spielen. Und wir haben hier 3x90 Minuten. Das ganze Spiel ist in 3 Kapitel aufgeteilt und je Kapitel, sagen die hier, dauert das 90 Minuten. Ja, können wir, glaube ich, ungefähr bestätigen. Ja, konnte. Das sind die Hard Facts. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben die Autoren hier. Phil Walker Harding, Matthew Dunstan und Ute Wieland. Und von diesen Adventure Games gibt es mehrere, insgesamt nämlich 5. Genau, zur aktuellen, also während wir es aufnehmen, gibt es 5, kommen bestimmt noch welche. Und ich finde, was hier auch zu den Hardfacts gehört, es gibt eine App-Unterstützung von Kosmos. Da kommen wir gleich drauf, wie die funktioniert und ob die Sinn macht. Aber ich halte das hier für einen zentralen Punkt. Okay, ich möchte jetzt gern Geister jagen gehen. Gut, ab auf den Tisch, was wäre also. Ja, eigentlich sind wir ins Grand Hotel Abaddon gekommen, um einen entspannten Urlaub zu machen. Doch schnell wird klar, hier geschehen ganz seltsame Dinge. Es scheint zu spuken. Irgendwie passieren immer wieder komische Dinge. Ja, und wir werden jetzt angehalten, mal herauszufinden, was da los ist. Wir sprechen mit Hotelmitarbeitern, mit Restaurantmitarbeitern, alle, die dort eben unterwegs sind und versuchen herauszufinden, was abgeht im Grand Hotel Abaddon. Voll geschichtenerzählermäßig bist du drauf. Ich mache das hier erstmal ein bisschen leisure. Also, das Spiel besteht aus verschiedenen Karten. Ganz gut könnt ihr es, glaube ich, hier hinten drauf einmal sehen. Das zeigen wir euch einmal. Das ist das, was ihr im Prinzip auf der Packung seht. Ihr seht den Grundaufbau. Wir haben euch hier auch schon mal die Startkarte hingelegt. Die ist nämlich auch einfach auf der Rückseite. Ihr seht die Spielfiguren. Die Karten dazu haben wir jetzt nicht hingelegt. Das könnt ihr euch dann tatsächlich selbst angucken. Es gibt noch verschiedene andere Ortskarten und ganz viele verschiedene Storykarten quasi. Das sind teilweise Gegenstände, teilweise andere Sachen, kleine ja, Stories, Einzelheiten, die es so gibt. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ihr mit eurer Spielfigur euch über einen Raum bewegt. Es gibt dann natürlich später mehrere Räume und ihr sie auf eine der Zahlen stellt. Ne? Hier zum Beispiel die 401 würdet ihr draufstellen. Und im dazugehörigen Geschichtenbuch, das können wir natürlich einmal rausholen, ohne es euch aufzufalten, ist hier so ein dickes Buch, das Abenteuerbuch. Und da stehen Zahlenkombinationen drin. Sprich, wenn ihr hier auf die 401 geht, dann würdet ihr im Buch nach 401 suchen und dort steht ein kleiner Text, der beschreibt, was hier passiert, was das ist, was eine Szene quasi aufmacht. Ja,
Das Ganze gibt es auch für die Räume, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter. Das gibt es für Spielfiguren, das gibt es für Gegenstände. Eigentlich für alles kann man immer den Zahlencode suchen hier im Büchlein und dazu gibt es hier eine kleine Erklärung und eine kleine Szene. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das Ganze kombiniert und da ist nämlich so ein bisschen der Rätselkniff des Spiels. Ihr habt dann zum Beispiel Gegenstände und müsst, sage ich mal, vielleicht eine Tür öffnen. Ja, dann braucht ihr einen richtigen Schlüssel. Vielleicht habt ihr drei Schlüssel. Der erste Schlüssel ist vielleicht Schlüssel 1, 2, 3. Die Tür ist vielleicht die 111. Dann probiert ihr es als erstes mit dem Schlüssel 1 und der Tür 111. Also guckt ihr im Buch unter 1111 nach. Ja, also das ist wirklich spannend, dass man die Dinge da kombinieren kann. Und was dabei unglaublich wichtig ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, es ist natürlich ein kooperatives Spiel. Wahrscheinlich habt ihr es euch schon gedacht. Und man spielt zusammen. Das heißt, man kann die ganze Zeit gemeinsam rätseln und sich absprechen. So, wo gehe ich jetzt hin? Ja, ich glaube, ich schaue mir das an. Ja, aber bei mir, ich habe den Gegenstand dafür, dann komme ich da jetzt hin. Also das kann man super absprechen. Und dann ist es aber trotzdem spannend, denn jeder einzelne Spieler hat noch eine eigene Mission. Und die kennen die anderen Mitspieler nicht. Und die muss er irgendwie am Rande, können sie oder kennen sie nicht, kommt ein bisschen drauf an, wie man das machen möchte. Und die muss er am Rande des Spiels dann quasi auch noch erfüllen. Genau, also man kann das Spiel lässt einem so ein bisschen offen, wie man es tatsächlich spielt. Möchte man sehr in diesen Rollenspielfaktor reingehen? Also möchte ich wirklich meine Rolle, die ich jetzt verkörpere, spielen? Bin ich so ein mysteriöser Typ, der seine Hinweise nicht teilt und das alles für sich macht und nur mit der Gruppe interagiert, wenn es ihm weiterbringt? Ist es wirklich nur so, dass der jetzt gerade in dem Raum steht, hört und sieht, was in diesem Raum passiert? Also man kann das wirklich sehr streng und rollenspielmäßig komplett eintauchen. Immersiv, glaube ich, nennt man das. Oder man kann eben, so haben wir es, glaube ich, auch eher gespielt, ein bisschen locker machen, dass wenn einer in Raum C irgendwas findet, dass die anderen Bescheid wissen, okay, da geht was. Es kommt dann vor, dass bestimmte Dinge, bestimmte Hinweise nur bestimmte Personen finden. Dann ist es so nach dem Motto, bist du der und der, dann könntest du jetzt hier das und das machen. Das haben wir dann nicht so streng genommen und gesagt, so, ey, komm, bevor ich da jetzt auch hinlatsch und das wieder überrunden. So, genauso mit der Spielerreihenfolge, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Manchmal ist vielleicht jemand, der gerade eine heiße Spur hat und zwei, drei Sachen hintereinander findet, einfach dann zwei, dreimal bei uns hintereinander dran gewesen. Ja. Also das kann man eigentlich so spielen, wie man das selbst für richtig hält. Genau. Und wenn ihr keinen großartigen Leser in der Gruppe habt, dann kommt das, was ich jetzt eben schon gesagt habe, nämlich die App-Unterstützung. Die Erklär-App hier hinten drauf, da gibt es einen QR-Code zu und dann kommt ihr in der Kosmos-Erklär-App auf das Spiel und da erwartet euch eine Vorleserin, die ganzen Szenen vorliest. Ich würde sagen, bevor wir jetzt das einordnen, das machen wir gleich im Fazit, oder? Ja. Überleg, habe ich noch was vergessen? Nee, hast du nämlich eigentlich nicht. Und man ist jetzt schon drauf und dran zu sagen, wie man das findet. Ja. Aber lass uns das in den dritten Teil schieben. Okay, dann ab zum Fazit. Ja, dann nehme ich doch direkt mal Bezug auf diese App und auf diese Erzählerstimme. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann das eigentlich nur empfehlen. Denn dadurch ist man richtig schön in der Stimmung. Man kann sich das anhören. Man ist in der Geschichte drin. Also das ist wirklich super. Ja, und auch sonst grundsätzlich gefällt mir persönlich das Spiel richtig gut. Vor allem ist es entspannt. Also man kann das super gemeinsam spielen. Man muss sich da jetzt nicht wahnsinnig komplett nur darauf konzentrieren. Man kann trotzdem nebenher noch ein bisschen sich unterhalten, so je nachdem eben, wie ernst man das Ganze nimmt. Aber es ist eine schöne Geschichte. Man spielt gemeinsam, man kann sich absprechen, man ist in der Geschichte drin. Also ich finde super, gerade in solchen Zeiten wie jetzt macht das einfach Spaß und man hat eine Abwechslung abends. Das nimmt ja auch wirklich ein bisschen Zeit in Anspruch. Und das Gute ist, wenn man dann eben das erste Kapitel fertig gespielt hat, dann ist auch ein Hinweis eben, dass man den Spielstand sichern kann. Also am besten macht man ein Foto mit dem Handy oder man merkt es sich, Foto macht wahrscheinlich mehr Sinn oder man schreibt es auf, was auch immer. Und dann kann man genau an dem Punkt wieder ansetzen. Ja, ich finde es auch echt spannend, das Spiel. Es macht wirklich Spaß. Fangen wir an mit der Erklär-App. Die halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Also selbst bei dir, die ja beruflich Texte vorliest, ist es schon noch irgendwie geiler, dass du eine Erzählerin hast mit einer
mit diesem Erzählermut, wodurch das dann auch ein bisschen in Stimmung bringt und so. Und ich glaube, selbst wenn man wirklich gut lesen kann, das ist nochmal so das i-Tüpfelchen. Da wäre allerdings auch mein erster Kritikpunkt, Kosmos. Warum macht ihr da keine Musik rein? Ein bisschen atmosphärische Musik, ein bisschen was Schummeriges, dann knallt's richtig. Das wäre richtig nice, das würde ich mir noch wünschen. Die ganze Sache mit dem kooperativen Spiel, dem Rätseln, das macht alles super Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass auch das, wenn man es ohne App spielt, dann ein bisschen mühselig wird, wenn man immer die Zahlen zusammenknobeln muss und dann muss man das Heftchen durchblättern. In der App gibst du halt einfach die Zahl ein, fertig. Also das kürzt auch ein bisschen ab und du fällst nicht so aus der Rolle, aus der Stimmung raus. Ist eigentlich sehr schön. Und auch der Faktor, dass man es alleine spielen kann, ist irgendwie ganz nice, weil natürlich jetzt, wenn man zu Hause sitzt, wenn man, sag ich mal, Hörbuch-Fan ist oder Podcast-Fan oder so und vielleicht auch so Rätselspaß macht, dann ist es, glaube ich, eine sehr schöne Freitag-, Samstagabend-, Sonntagabend-Beschäftigung, sich da hinzusetzen und sich statt einem Hörbuch ein interaktives Hörbuch. Also so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Es ist ein interaktives Hörbuch, wo man selbst so ein bisschen hinter die Regeln oder hinter die Mysterien kommen muss. Und das macht wirklich Spaß. Von der Geschichte her finde ich es gut, spannend, zieht sich durch. Und es ist auch gar nicht so einfach, ne? Also wir hatten immer mal so ein, zwei Punkte, ja, da haben wir schon gerätselt. Ja, wir haben an der ersten Raumkarte richtig lang gehabt. Ja, vielleicht lag es auch an uns. Aber es ist jetzt nicht, dass man da komplett durchmarschiert. Also ein bisschen um die Ecke denken und logisches Denken ist schon auch gefragt. Ja, und natürlich auch wieder die Größe und der Preis. Der Preis für, ich kann es noch einmal spielen, legitim. Danach kann man es an Freunde ja weiter verleihen, verschenken. Also es ist nur für einen selbst einmal spielbar. Du machst nichts kaputt, du zerschneidest nichts. Das gibt es ja bei manchen Exit-Games, dass es wirklich nur einmal spielbar ist, weil du halt Beweise zerschnibbelst. Das ist hier nicht so. Das kann man wirklich weitergeben an Freunde und Familie. Und von der Größe her ist es so, dass es auch so super für den Urlaub ist. Also wenn ihr mit Freunden mal in Urlaub fahrt oder ihr fahrt zu zweit, zu dritt, keine Ahnung, ihr fahrt irgendwie in Urlaub und wollt euch da ein paar gemütliche Tage machen in irgendeinem Ferienhaus vielleicht, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das da einfach gemütlich abends am Küchentisch, Wohnzimmertisch mal spielt. Ja, also ich würde sagen, das ist unser Fazit. An dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Atlantis Spiele, denn nur durch euch haben wir das Spiel ja überhaupt bekommen und kennengelernt. Danke, danke, danke. Ja, und für euch gilt natürlich, schaut in unsere Playlist, schaut euch alles an, was wir so gemacht haben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Genau, da gibt es gerade, wenn ihr bei dem Thema seid, wir sagten ja schon, Krimi-Dinner haben wir schon gemacht, also sowas in die Richtung Rollenspielsachen. Genau, und wenn ihr die Glocke drückt und den Kanal abonniert, wie Verena gesagt hat, dann verpasst ihr auch nicht mehr, wenn wir mal wieder sowas spielen. Genau. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr mit der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.